Hey ho, liebe Leute, und willkommen zurück zu dem Spiel Banana Prinz. Okay, wir sind hier in der Tomatenwelt. Und was können wir hier so alles machen? Gegner töten. Weil wir sie nicht treffen. Aber jetzt. Gut, wir sind in der Fabrik, in der Tomatenfabrik. Und können hier einfach nur rumlaufen. Ja. Gut, ich wusste gerade irgendwie nicht, was ich sagen wollte. Ist ja auch egal. Solange wir durchkommen. Leider ist mein Nachbar immer noch damit beschäftigt, irgendwie für ein einziges Loch 100 Jahre lang zu bohren. Irgendwie ist er total unfähig, mein Nachbar. In allen Punkten. Ich mag ihn nicht. Aber das beruht wohl auf Gegenseitigkeit. Na gut. Ein Moment. Verzeihung. Ich dachte eigentlich, ich müsste niesen, aber er wollte nicht raus, der Nieser. Na gut, ja, ich bin gleich tot. Eigentlich könnte ich mich auch töten, es sei denn, hier ist Bananen. Ja gut. Da ich jetzt ein bisschen low bin, kaufe ich mir dann auch wirklich meine Bananenstaude hier. Gut, und ich bin wieder mit voller Energie dabei. Gut. Da freut sich doch jeder dann. So, gehst du denn mal auch kaputt? Dankeschön. Weil die olle Tomatenbrühe da unten zieht mir ja eine ganze Banane ab. Okay, hier will ich nicht hin. Ich muss hier einfach runter. Denselben Weg, den wir raufgegangen sind, müssen wir auch wieder runter und sterben. Weil, gut ist. Ja, jetzt starten wir hier. Ist jetzt nicht das Problem. Weil wir können das bisschen Weg auch nochmal latschen. Das ist nun wirklich nicht das Problem. Solange wir denn nicht nochmal sterben. Weil hier wollte ich hin und jetzt hier runter. Genau, und gut. Und das war nämlich schon. Japp, 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 die Stufe ist geschafft. Und jeder freut sich, auch der kleine Bananenkönig. Ne, Prinz war das ja. Ja. Oh, wir haben neue Attacken. So, dann will ich auch mal Meteor kaufen. Okay, jetzt kommt der Nieser raus. Verzeihung dafür. Genau, ich wollte Meteor kaufen. Das macht 130 Ringe. Ist das in Ordnung? Jo. Vielen Dank, bitte komm wieder. So, die nächste Stufe, ja. Und jetzt haben wir hier, wusch. Das ist quasi dieselbe Attacke. Nur, dass sie jetzt ein bisschen geiler ist. Weil sie jetzt, ach komm, ich lass dich da oben in Ruhe. Ich gehe einfach hier rein. Ach nee, ach nee. Hier am besten einfach nur runterfallen lassen. Weil hier ganz unten müssen wir nämlich hin. Ich muss gerade überlegen, wo genau. Ja, nicht in die Gegner rein. Genau, hier wollte ich hin. Und das war schon mit dieser Stufe. Jop, jop, jop. Ich sage, das Spiel ist nicht schwer. Ja, du hast eh keine neuen Attacken für mich. Du hast die Stufe geschafft. Jo, 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 jo. Was möchtest du kaufen? Gar nichts. Bitte komm wieder. Jo, jo. So, sicher oder Gefahr? Ist ja dann schwierig, wenn man mir so eine Wahl lässt. Wo gehe ich denn wohl hin? In die Gefahr? Nein. Oh Gott, ich bin ja gleich tot. Naja, was soll's. Wie gesagt, ist es nicht so problematisch, wenn man stirbt. Weil man eh immer wieder von dem Ort, wo man gestorben ist, anfängt. Selbst wenn man Continue benutzt. Man muss nie viel zurücklatschen. Ich glaube eigentlich, ich hätte schon längst eine bessere Waffe haben können. Na, was soll's, ich kann hier ja noch ein paar Puppen einsammeln, also Leben. Und das ist schön, wenn man Leben einsammelt, eine ganze Bananenstaude eingesammelt und ich bin wieder voll da und ein Leben. Na gut. So, und so. Na. Und du auch nochmal. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eigentlich schon längst hätte eine bessere Waffe haben können. Komisch. Da habe ich mich wohl irgendwo, habe ich wohl eine gute Waffe übersehen. Naja, so ist das halt. Ist ja jetzt auch nicht gerade erst 2 Tage her, dass ich dieses Spiel gespielt habe, sondern doch schon eine ganze Weile länger. Und dann kann mal sowas passieren, dass man ein paar Sachen vergisst. So. Genau, jetzt bin ich, glaube ich, erstmal unbesiegbar und kann hier oben rein. Weil hier der nächste Endgegner ist. Und das ist doch schön dann. Eine komische Hexe. Nein, die hat mich getroffen. Naja, was soll's. Die ist nicht schwer. Einfach immer nur hüpfen. Eigentlich mag ich ja keine fliegenden Gegner, aber leider gibt es die in jedem Spiel. Das kann man leider nicht ändern. Ich meine, irgendwo müssen die ja sein. Ups, eine Fledermaus. Ach Mist, jetzt bleibt sie die ganze Zeit da oben, weil sie mich nicht getroffen hat.
Das heißt, irgendwann kommen die dann im Team auf mich zu. Es sei denn, ich mach die olle Flughexe hier vorher kaputt. Aber es sieht irgendwie nicht so aus, dass ich das schaffe. Jetzt sind das schon... Ach so, die schon kaputt. Na gut. Das ist dann ja auch in Ordnung. Und wir können in die nächste Welt. Hurra! Und flupp. So, sind wir hier in den Höhlen. Ich hoffe, dass ich hier bald mal wieder eine neue Waffe kaufen kann. Oh Gott, nein. Daran kann ich mich erinnern, an diese Bahn hier. Ach komm. Weil ich darf da unten nicht reinfallen. Das ist, soll, glaube ich, Lava darstellen. Und Lava tut ja nun mal weh. Und wer will das schon, dass irgendeinem etwas weh tut? Ich nicht. Deswegen gehe ich sterben. Nein. Ich wollte eigentlich nur mal langsam die ganzen Gegner weghaben, aber... Die Gegner wollen nicht sterben. Kann ich irgendwo nachvollziehen. Ich meine, wer möchte schon gerne sterben, ne? Ich nicht. Aber eigentlich könnten die Gegner das ruhig tun. Einfach mal so. Ja, das war sowas von unfair gerade. Naja, was soll's. Wie gesagt, wir starten hier. Das ist nicht weit weg. Und können das Ganze nochmal machen. So, Gegner, Gegner, Gegner. Ach, die Attacke ist wirklich nicht so toll. Nein. Muss ich das jetzt... Hä? Was? Ich... hä? Ich bin doch gesprungen. Blablabla. Machen wir das Ganze nochmal. Ist ja jetzt auch nicht das Problem. Weil wir können es ja so oft machen, wie wir wollen. So. So. Ja, und wieder nicht. Was? 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 Schon wieder dieselbe Stelle. Weil meine Attacke doof ist. Ich hätte schon längst eine bessere Attacke haben können, dann hätten diese ganzen Vögel keine Chance gehabt. So, dann warten wir einfach mal eine Weile. So, du musst weg. Über euch springe ich weg, dann eben nicht. So, jetzt muss ich das gut machen hier. So, und so. Am besten immer schön springen, damit nichts Schlimmes passiert. Und ich habe es geschafft. Das war jetzt etwas schwieriger, als es eigentlich hätte sein dürfen. Aber passiert halt. So, ich möchte was kaufen. Ja, was denn? Was würde ich mir jetzt kaufen? Meteor habe ich ja. Was war denn Megalo? Megalo, nicht wahr? Das macht 240 Ringe. Das ist teuer, also muss es eigentlich auch gut sein, ne? Bitte komm wieder und... Ja, das war die Attacke, die ich haben wollte. Und davon gibt es natürlich noch ein paar Erweiterungen, aber für den Anfang soll diese Attacke erstmal lang, weil die ist geil. Die mag ich. Die ist schön heftig, so wie es sein muss. Ganze, geht doch. Hey, so. Das dürfte ich gar nicht auch so schaffen. Gut. Hauptsache, die Gegner sind weg und ich kann ein paar Ringe einsammeln. Und solange ich Ringe habe, bin ich glücklich. Und solange ich lebe, bin ich noch glücklicher. Und wenn mich Gegner in Ruhe lassen, bin ich am glücklichsten. Gut, ich dachte eigentlich, ich würde sterben, weil ich jetzt runtergefallen bin, aber... Ich habe Glück gehabt. Na gut, dann können wir uns ein paar Ringe einsacken. Und uns freuen, dass hier Vögel sind. Oder Piepmetze und sowas, ne? Ich und Piepmetze sind ja zwei Freunde fürs Leben. Ach komm, ich habe erstmal genügend. So, ja, die Stufe ist geschafft. Gut, zu den Waffen. Ja, hat sich nichts geändert. Gratuliere, die Stufe ist geschafft. Willkommen. Und was möchtest du denn haben? Gar nichts. So, weiter geht's. So, noch ein paar Sachen hier einsammeln. Was haben wir denn da in den Kisten? Bananen und der alte Mann. Und ich habe niemanden davon bekommen. Weder die Bananen noch den alten Mann. Na gut. Dann gehen wir mal weiter. So, Bananen. Oh mein Gott, Wasser. Nein, ich mag Wasser nicht. Weil der olle Bananenprinz, der schwimmt wie ein Stein. Oh Gott, ich push hier den Up-Button ohne Ende. Und trotzdem ist er extrem langsam im Schwimmen. Na gut. Vielleicht wussten die Höhlenmenschen damals noch nicht genau, wie man schwimmt. Ist ja alles möglich. Weil damals gab es ja keine öffentlichen Freibäder und sowas. Damals war das alles noch etwas schwieriger. So ein Leben für den Bananenkönig, Prinzen, was auch immer. So, die Attacke hat eine echt schöne Reichweite, die ich gerade habe, aber es bringt mir auch nicht viel, wenn ich nicht mal irgendwann wieder Energie einsammeln könnte. So. Ein Leben. Leben ist wichtig, Leben ist toll.
Was ist hier noch drinnen? Nochmal der alte Mann. Leider ist er nicht zweimal vorhanden, sondern immer nur einmal. Daneben geschossen ist gut und Treffer. Sehr schön. Haben wir es denn bald mal geschafft, dass wir hier mal weiterkommen? Hallo, geh weg. So, das sieht doch schon nach dem Ausgang aus. Und nach einem Endgegner. Schön, der grüne Drache. Den wir ja auch aus dem Intro kennen. Warum denn auch nicht? Vielleicht gibt er uns ja das Bananensymbol zurück, was er ja gestohlen hat. Aber ich bezweifle es doch einfach mal, dass er das tut. Weil er ein Ganove ist. Er ist ein Feind, der erledigt werden muss. Also machen wir das auch mal. Der alte Mann hilft mir ja eh nicht. Obwohl er es eigentlich wollte. Naja. Ich schaff das auch schon ohne den alten Mann. Da. Was macht er? Es ist ein recht simples Bewegungsmuster eigentlich, was der Drache macht. Wichtig ist nur, dass man ihn eigentlich meistens am Rücken trifft. Ach, das war jetzt ein doofes Muster von ihm. Das mag ich überhaupt nicht, wenn er sowas macht. Am besten einfach immer warten, springen und dann schießen. Immer schön auf den Rücken schießen. Ja, jetzt macht er wieder das. So. Dann haben wir es eigentlich auch bald geschafft mit dem ollen Drachen. Was macht er, was macht er? Er macht gar nichts mehr, toll. Er hat ewig lange gewartet, um mich anzugreifen, toll. Das mag ich auch nicht an ihm. So, geh weg. Was macht er, was macht er? So. Bist du denn mal bald Geschichte? Und das war schon mit ihm. Gut. Ja, wir können uns freuen. Und können in die nächste Welt. Eine Karotte. Ja. Gut. Das dann im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss.